Moin moin, liebe YouTube-Süchtigen, moin moin, liebe Messerfreunde. Ja, das ist mal so eine kleine VA. Und zwar hat man mich per PN gefragt, ob man auch mit dem Spyderco Sharpmaker einen Scandi-Schliff, also einen Mora-Real Steel Bushcraft oder so weiter schleifen kann. Und ja, wie das funktioniert, wie sich das verhält. Und ja, also ich kann sagen, das geht. Mit dem einen Unterschied, man zieht es nicht senkrecht runter, sondern man legt es flach hin, kippt es dann, wie eben der Winkel ist, und zieht es dann runter. Und das macht man auch hier ein paar Mal. Dann nimmt man die anderen Stäbe, allerdings immer mit der flachen Seite. Also so mache ich das. Wenn da jemand anders einen besseren Vorschlag hat, kann er es gerne sagen. Also ich mache das auf jeden Fall mit der flachen Seite. Flach drauflegen, kippen und ziehen. Flach drauflegen, kippen und ziehen. Wieder flach drauflegen, legen, kippen, runterziehen. Flach drauflegen, kippen, runterziehen. Und das macht man dann eben ein paar Mal, bis man meint, das wird einigermaßen scharf. Ja, das könnte schon reichen. Man kann natürlich mehr Schärfe rausholen, aber ich möchte auch hier, wie bei dem letzten Video, das nicht unnötig in der Länge ziehen. Und darum machen wir das mal so. Wie gesagt, flach drauflegen, kippen, ziehen. Ist eigentlich, würde ich sagen, eine ganz easy Geschichte. Ich habe hier übrigens das Mora 510. Wie man auch sehen kann, das ist auch schon des Öfteren benutzt worden. So, ja, gucken wir mal. Ziehen wir das noch mal ein bisschen über Leder. Das kann man natürlich so lange machen, bis man die Schneide poliert hat. Was ich aber hier zu Demonstrationszwecken nicht gerne machen möchte. Und dann wollen wir mal gucken, wie scharf das Messer jetzt schon geworden ist. So, ich habe jetzt hier ein Telefonbuch und ui, das ist schon wirklich gut scharf geworden. Na, also machen wir es mal so. Ja, ich würde sagen, eine vollkommen ausreichende Schärfe. Wie gesagt, man kann es natürlich auch noch über Leder ziehen oder so lange polieren, bis es wieder schön glänzt. Ja, selbst Toilettenpapier schneidet es relativ gut. Ja, wie gesagt, also so funktioniert das und das funktioniert hundertprozentig. Also den Spyderco, den kann man für, ich sag mal, für jegliche Art Messer benutzen. Und auch ein Scandi ist eigentlich kein Problem. Allerdings würde ich empfehlen, den Scandi nicht nur auf Null zu schleifen, sondern eventuell nochmal
ganz kurz eine kleine Mikrophase anzulegen von 20 Grad, um die Schneidphase ein wenig stabiler zu machen. Und ihr seht ja, das hat von der Schneidleistung oder auf die Schneidleistung keinen Einfluss. Im Gegenteil, es vergrößert sogar noch teilweise die Schneidleistung. Also in dem Tipp, also in dem Sinne, Scandi-Schliff geht auch mit einem Spyderco. Hundertprozentig und vor allen Dingen schnell. Habt ihr gesehen, das geht ruckzuck und das Messer ist scharf. Also auf jeden Fall ein Tipp von mir. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Hans-Dieter. Ciao.